whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute sind wir beim Maker's Mark 46. Ja, hat er jetzt 46 Volumenprozente? Nein, hat er nicht. Er hat 47 Volumenprozente. Und hat wenigstens der normale Maker's Mark Red Seal, wo ich hier ein Video gedreht habe, 46 Volumenprozente? Nein, hat er auch nicht. Er hat 45. Jo, was macht denn jetzt die 46 aus? Nun, die 46 ist ja die Testnummer, wo man einen neuen Whisky bei Maker's Mark entwickelt hat, der dann zum Erfolg geführt hat. Und so hat man nun die 46 da vergeben. Das gibt es auch bei anderen Brennereien in den USA. Ich kenne da einen Old Number 7 und das war dann auch die siebte Version, die man da probiert hatte. Und hier halt nun die 46. Nun gut, wer hat's gemacht? Da gibt es den Master Distiller Kevin Smith bei Maker's Mark. Und der Fasshersteller Brad Brussel, die haben da also miteinander da was ausprobiert. Und darum soll es nun gehen. Und wer nun auf diese Flasche schaut, traumhaft schöne Flasche, ne? Wundervoll. Amerikanischer Whisky ist nie gefärbt, haben sie gar nicht nötig von den Fässern. Und diese wundervolle Farbe mit dieser hochglänzenden Flasche, mit dem schweren Boden und dem Hand ausgeführtem Sealing, dem Wachs da oben drauf, wird jede Flasche in heißes Siegelwachs eingetupft und dann ein bisschen so gedreht von den Damen und dann aufs Förderband gestellt und dann laufen noch die letzten hier so runter. Ne? Und weil der Inhalt kalt ist, erkaltet dann das Wachs da dran. Und manchmal läuft das bis ganz runter. Wenn es zu weit ist, glaube ich, dann gibt es Ausschuss, dann kommt das weg. Aber manchmal geht es dann hier schon bis ins Neck rein und so. Und wenn es dann langsamer wird, fängt es dann trocken an. Und hier hat man vorne jetzt noch ein extra Siegel, wie früher mit dem Siegellack auf Briefe drauf gemacht und so. Also höchstwertig toll. Also macht mich an. Dazu steht hier vorne etwas drauf. Muss man jetzt mal genau lesen, was da steht, ne? Unten steht nämlich Kentucky Bourbon Whiskey. Ja, nun, was fehlt? Straight. Straight fehlt. Ja, das Gesetz für Kentucky Straight Bourbon setzt ein ziemlich exaktes Befolgen von Regeln voraus. Und die hat man hier gebrochen. Und darum darf man da nicht straight draufschreiben. Und zwar steht hier Kentucky Bourbon Whiskey Barrel Finished with Oak Staves. Da hat man also in dem Fass Staves reingegeben, also hier die Dauben, die seitlichen Stäbe. Und das waren nun andere. Und zwar hat man hier französische Eiche reingegeben. Jetzt nicht amerikanische Weißeiche wie die normalen Fässer, sondern diese Stäbe, die man da reingetan hat, diese Staves, aus französischer Eiche. Nun, das ist bei Kentucky Straight Bourbon schier verboten. Muss nämlich absolut amerikanische Weißeiche sein. Und so ist es nun hier zu dem Fehlen des Straights gekommen. Früher gab es noch so wie Blue, Black und Gold, Seal und Label und dies und das. Gibt es alles nicht mehr. Standard und momentan diese Flasche. Ja, was steht da noch drauf? Nix. Und dann schauen wir, ob wir sie hier oben aufkriegen. Oh, ich glaube, hier muss ich. Ne? Da geht was. Da komme ich ran. Boah. Dieses Siegelwachs ist hart. Ja, nicht hart. Zäh. Jetzt. Haha. Wir haben sie noch alle aufbekommen. Ansonsten hätte ich noch mein Messer da liegen. Zack. Und es klebt in den Fingern. Oh. Ein Korken. Das ist kein Korken. Der tut nur so, das ist Kunststoff. Ein Kunststoffkorken. Der hat einen Schraubverschluss, der reguläre. Puh, ein bisschen viel. Und noch auf die Hose gekleckert.
den regulären Maker's Mark habe ich vorhin probiert. Und jetzt können wir hier einen direkten Vergleich dazu machen. Leicht, süß, weich, Vanille und weitaus harmonischer, durchgängiger, nicht so eine Fruchtnote hier und eine Vanillenote da und ein bisschen Karamell dort. Nein, ein durchgehender, durchziehender, harmonischer, wie heißt es, schön eingebunden. Also keine Einzelgerüche, sondern so ein volles, gemeinsames Aroma. Ordentlich Karamell mit drin, schön süß. Und dahinter kommt jetzt so langsam die Eiche hervor. Ja. Leider haben sie nichts gesagt, wie lange der da nun mit den französischen Eichendauben aufgeladen wurde. Ja, schon voller und diese aromatische Note, die manchen amerikanischen Bourbons zu eigen ist, die hat er nicht. Ja, weiß man jetzt nicht, bei Maker's Mark sind die Batchgrößen vergleichsweise klein. Da kann es nun zwischen den einzelnen Abfüllungen dann schon Unterschiede geben. Keine Ahnung. Probieren wir. Jetzt kommt die, jetzt schlägt die europäische Eiche richtig zu. Die Würze geht zu mir rauf und runter, es prickelt, es bitzelt. Kräftiger Geschmack, leichter trocken werdend. Bitterheit kommt noch keine, das spricht für eine vergleichsweise kurze Zeit mit der französischen Eiche. Jetzt bleibt es eichig, ist schon noch da, aber die Würze lässt nun deutlich schon nach. Ja, das ist ein Weizenwhisky. Das heißt, in der Maische ist ein gehöriger Prozentzahl Weizen mit drin, was den Whisky vergleichsweise weich macht im Verhältnis zu anderen Kentucky Straight Bourbons oder Kentucky Bourbons, die hier mehr Mais drin haben. Und dazu vielleicht noch mehr Gerste oder auch einen Roggenanteil drin haben, was dann die Sache sehr würzig macht. Aber hier, nein, das ist ein Weizenwhisky, hält das schön weich. Ja, ein aufgeladener, ein turbocharged Kentucky Bourbon. Den Straight lassen wir weg. Kentucky Bourbon, interessantes Experiment. Ich frage mich, was wir mit 1 bis 45 gemacht haben. Redestilliert? Ja, weiß man nicht. Sicherlich eine begrenzte Anzahl an Flaschen erhältlich. Wenn Sie eine haben wollen, möglichst schnell ran. Wir wissen nicht, wie sich diese Flaschen entwickeln werden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.